Paddel kaufen wollen und wir haben hier ein aufblasbares Paddel. Und das ist eigentlich ein Kajak, ne? Ist ein Kajak. Und der Vorteil ist bei diesem Kajak, also ich habe zwar einen großen Wagen, einen wunderbaren Caddy, zwar nicht so schön wie ein Nugget. Ja, man kann auch drin übernachten. Man könnte drin übernachten. Und das Schöne an diesem Caddy ist, es passt sehr viel rein, nämlich auch ein Bötchen. Und vor allem, es passt auch viel Musikzeug rein, ne? Haben wir ja von Erfahrung mit. Ne? Genau. Man kann uns auch buchen für Musik, wenn die Corona-Zeit vorbei ist. So, und dann hat man dieses wunderbare kleine Aufblasbötchen. Und dann geht's los. Und dann wird man einmal die Ventile einmal schließen. Nimmt diese kleine Hochleistungspumpe. Du möchtest nicht fühlen, wenn ich jetzt pumpe, ne? Natürlich. Na super. Also muss ich mich jetzt so ein bisschen so Adonis-mäßig. Das ist total geil. Ich wollte mir eigentlich eine elektrische Pumpe holen, aber in Realtime jetzt. Vielleicht muss es gleich in Zeit raus. Ist ja ganz schön laut. Ja, das stimmt. Ist ja so ein bisschen Workout nach der Arbeit. Man spart sich das Fitnesscenter. Ja, genau. Wie viele Kammern sind das jetzt? Das sind 2 Kammern im Boot und der Fußboden. Okay. Das geht ja echt zügig. Das geht richtig gut. Ist da ein Manometer, also eine Anzeige drin, wie voll du das machen musst? Ja, das habe ich hier. Ach so. Also die Seiten sollen mit, hier steht's, 3 PSI. 0,2 Bar oder 3 Psi. Ja. 3 Psi. Soll ich gleich auch mal? Nee, du kannst den Boden gleich machen. Ah, okay. Und da sollen wir reinpassen. Ja, warte. Mit 2 Leuten. Du weißt, dass ich nur 75 Kilo wiege, ne? Ich muss dich festschneiden, damit du nicht abhebst. So, jetzt kommt der Boden. Das unterscheidet das Ganze von einem günstigeren Modell. Ah, und das ist dieser sogenannte Drop-Stitch-Boden, ne? Ja, das ist total klasse. Der ist so wie ein Stand-Up-Paddle. Der wird ganz fest, ne? Nicht ganz so fest. Das Stand-Up-Paddle geht bis 15, sieh. Und der nur bis 5, aber es reicht. Eigentlich soll der erst aufgeblasen werden und dann soll er rein. Aber ich habe festgestellt, wenn man ihn aufgeblasen hat, kriegt man ihn nicht mehr rein. Ja, das Boot kommt ja aus Frankreich, ne? Ist ja von Decathlon. Darf man das eigentlich sagen? Das darf man sagen. Ist keine Werbung. Wir machen schwarzen Balken. Carsten hat es selber gekauft. Ich habe gehört, es ist auch Nugget-kompatibel, das Boot. Gibt es da auch eine Transporttasche für? Ja, die ist hinten drin. Ne? Ich mache mal den Boden weiter rein und du guckst mal, kannst dir mal die Transporttasche angucken. Die ist gelb. Carsten ist ein bisschen außer Atem, aber passt schon. So, hier passt das rein, Carsten? Nein. Du hast gesagt, die Transporttasche ist gelb. Hier. Das ist ja wirklich ein kompaktes Teil. Ein Rucksack, ne? Und man kann sie auch tragen. Also sie ist echt. Okay, und wiegt 16 Kilo, steht da. Das geht. Das ist echt. Also wer beim Bund war, weiß, das ist ein MG mit ein bisschen Ausrüstung. Also ich war nicht beim Bund, also von daher weiß ich das nicht. Okay, und jetzt? So, jetzt übernehmen wir die Kamera. Okay. Und jetzt werden wir mal gucken, wie Stebo mit seinen 72 Kilo. 75, Entschuldigung. Wollen wir nicht untertreiben hier. Okay. Ja? Das ist eine sogenannte Doppelhubpumpe, ne? Ja. Er schnauft schon ein bisschen, ne? Ich? Nein, überhaupt nicht. Ich mach das mit einer Hand hier. Guck mal. So, jetzt sieht man, dass der Boden schon so langsam hochkommt. So, jetzt kannst du auf deine Manometeranzeige gucken. Bis zu 5 darfst du. Ach so, 5. Du darfst gerne auch 5,5 machen. So, jetzt haben wir 5,5, fast 6. Ja, okay, dann drehst du ihn raus, machst die Kappe einmal drauf, kannst einmal auf den Boden einmal raufhauen. Dich von der Steifigkeit einmal. Wow. So, jetzt machst du die Seitenteile weiter bis 3 PSI. Also er hat ein Überdruckventil, alles was zu viel ist, geht irgendwo wieder raus. Aber ich frage es wo? Ich hoffe nicht unterm Boot. So. Während der Fahrt. So. Ja. Rausdrehen, zumachen, Pumpe ab in den Kofferraum. So, Stebo, deine Meinung, braucht man eine elektrische Pumpe oder sollte man den Fitnessgedanken im Vordergrund lassen? Ja, sollte man. Nee, okay. Ist gut. Fühlt sich gut an. Oh, jetzt kommen die Sitze. Die kann man auch auf 3 PSI aufblasen, muss man aber nicht. Desto weicher sitzt man dann gleich. Okay. So, und dann unten rein, oben durch.
Weil die 75 Kilo Personen müssen nach hinten. Ich glaube ja. Man hat an diesen Bötchen an sehr viele schöne kleine Dinge gedacht. Wie zum Beispiel Paddel. Ja, Paddel gehört natürlich dazu, aber was genial ist, und das wird man spätestens dann merken, wenn man es transportiert, vor allen Dingen, wenn man es alleine trägt. Ah, die kann man da festmachen. Ja. Das ist ja cool. Das ist sehr geil. Richtig klasse. Und du hast auch zwei Paddel, ne? Damit ich auch paddeln kann? Oder ich dachte, musst du alleine? Eingeladen heute. Ach so, das heißt, ich darf hinten sitzen, du paddelst. Mensch, Carsten, das finde ich ja toll. Ich habe extra eine Pulle Bier mitgebracht. Weil wenn ich mir mal dein T-Shirt angucke hier, ne? Ja. Das ist das richtige Gitarristen-T-Shirt. Ne? Wie viele Gitarren braucht ein Gitarrenspieler? Immer eine mehr. Das ist super. Genau, und das stimmt auch. Dabei muss ich noch sagen, Stebo ist übrigens Sänger und Gitarrist. Ja, okay, Gitarrist geht so. Ich kann die Rhythmusgitarre schrammeln. Ich bin dann eher auf das Singen konzentriert. Und er ist Entertainer, das ist ganz wichtig. Wir sind hier im hohen Norden. Da trinkt man Kiezmische. Ah, Kiezmische, super. Und die kommt natürlich... Nein, das ist eine Tasche für das Bier. Das ist ja unfassbar. Wir sind hier übrigens in Lüneburg an der Roten Schleuse. Ganz in der Nähe meines Wohnortes oder unseres Wohnortes. Also natürlich nicht der von Carsten, der kommt aus Soltau. So, das schaut auch nett aus hier, ne? Wir bauen jetzt die Finnen hier an. Ja, die gibt es auch in einer Nummer größer. Wie gesagt, das Bötchen... Ah, die werden einfach reingesteckt und dann mit einem Plastikbügel arretiert. Das sind drei an der Zahl. Wie gesagt, einen leichten Rechtsstrahl hat er mit größeren Finnen, soll es besser sein. Versandet. Oh je, 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 je. Alles rausgefallen hier. Hallo. Hallo. Und ist kalt das Wasser? Ja. Scheiß kalt? Oh Mann, ey. Ich muss vor allen Dingen erstmal hier die Bierdosen saubern. Die sind ganz sandig geworden jetzt. Ja, wir sind ja am Wasser, ne? Du zuerst rein? Ja, okay. Wie ich sagen? Oh, ist das kalt, das gibt's doch nicht. Verdammte Hacke. So, ich darf jetzt hier einsteigen, ja? Ja, genau. Oh, das wackelt. So, warte mal, ich sitze noch nicht auf dem Sitz. Ja, schön, das jetzt. Problem hatte ich auch immer. Ah, ich sitze. So, jetzt komme ich noch dazu. Stoß uns mal ein bisschen ab. So, dann würde ich sagen, guck mal, da baden sogar welche. Ja, ja. So, wir fahren jetzt von der Roten Schleuse in Lüneburg Richtung Schrödersgarten. Aber Carsten, wir müssen in die andere Richtung paddeln, ne? Ach so. Flussabwärts. So, übrigens, Carsten, das ist hier ein Naturschutzgebiet, wo wir jetzt durchfahren, ne? Ja, Pupsen verboten. Pupsen verboten, ganz genau. Bitte keine zusätzlichen Methanabgasungen herauslassen. Besonders, weil ich hinter dir sitze. Hallo. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich wohne jetzt seit 26 Jahren in Lüneburg. Und das ist das erste Mal, dass ich persönlich hier mit dem Boot auf der Ilmenau unterwegs bin. Ich muss ja gucken, wie das alles funktioniert. Ich muss die Stabilität des Bootes testen. Das ist ganz wichtig. Stabilität ist wichtig. Ich prüfe hier gerade die Qualität dieser Sitzschale, diese aufgeblasene Sitzschale und vor allem dieses Dropstitch-Bodens. Das ist hervorragend. Und ich teste gerade, wie sich die Paddel auf den Knien anfühlen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist hervorragend. Und vor allen Dingen muss ich dann gleich prüfen, ob ich auch mit meiner Hand hinter meinen Sitz greifen kann zur Bierdose. Das ist total wichtig. Prost! Zum Wohl, Carsten! Zum Wohl! Stößchen! Hm. Hm. Ich glaube, da war noch ein bisschen Sand dran. Ist lecker, so eine Kiezmische. Was zu einer gepflegten Kajaktour dazugehört, sind schwäbische Knusperbrezeln. Und Bier! Passend das Hamburger Bier dazu. Und wir greifen jetzt mal hier rein. Wir retten gerade den Finger der Band. Carsten ist sehr darauf bedacht, dass mir nichts passiert. Weil ich bin nämlich ein Stück weit mit sein Kapital. Danke, er ist das beste Pferd im Stall. Entschuldigung, Fritz. Ich bin das beste Pferd im Stall. Hast du denn eigentlich schon mal ein bisschen Werbung für uns gemacht? Nö. Also wir sind ja nicht so die Leute, die durch ein Stadion touren oder riesengroße Konzerte geben. Wir sind ja mehr so für die Stimmungsmacher zuständig. Aber doch schon mit einem, kann man sagen, gewissen Niveau, ne? Wir sind ja ein Nugget-Kanal und kein Musikkanal, aber trotzdem kann man das sicherlich mal miteinander verbinden. Wenn man mal ein sehr großes Nugget-Treffen macht,
was man vielleicht mal hier im Hamburger Raum mal irgendwie auf die Beine stellt, wo man dann sagt, dass hier 60, 70, 80, 90 Nuggets kommen, da könnte ich mir durchaus mal vorstellen, dass der Carsten mit seiner Band dann mal auf der Bühne steht und für ein bisschen musikalische Untermalung sorgt. Ja, mit Stevo natürlich. Ne? Natürlich klar. Gesponsert, ne, Carsten? Ja, natürlich, ne? Weißt du, was das Schlimmste an der Jugend ist? Stevo? Nein. Dass wir nicht mal dazugehören. Wie? Wir sind doch erst 22, Carsten. Ja. Also sag nochmal eben, Carsten, das ist jetzt ein Boot von Decathlon. Ja. Das hat wie viel Geld gekostet? 398, also 400 Euro. Mit Zubehör. Zubehör kommt drauf. Das heißt zwei also Paddel. Die Pumpe. Denn die Pumpe, noch diesen kleinen Luftsack. Und dann ist man bei 450 Euro. Okay, kann man eigentlich nichts gegen sagen, ne? Nee, überhaupt nicht. Es ist ja vor allen Dingen so, du wirst ja auch damit keine Monster-Wassertouren, Wasserwandertouren machen. Nee, man hat es im Auto drin, ne? Ja. Und statt, dass ich nach der Arbeit joggen gehe, fahre ich zum nächsten See, pack das aus, fahre zweimal rum, bin eine Stunde dabei, tu was für die Schultern. Also Steve und ich, wir sind ja beide PC-mäßig tätig. Also bei uns in der Firma haben alle Probleme mit der rechten Schulter und dem rechten Arm und dem rechten Handgelenk. Ja, okay. Und das ist halt eine Bewegung, die halt über die Schultern auch geht. Und daher ist das ein nettes Workout und man kann ein bisschen runterkommen, abschalten. Durch den Fluss. Ja. Mit der Kamera? Ja. Bin jetzt ein YouTube-Star? Ja. Fast, ja. Auf nugget.de. Wahnsinn, was hier los ist. Krass, ja, bei dem Wetter ja. Ist das natürlich super. Die gehen alle noch mal raus. Das ist so genial. Alles so friedlich. So, und wir durchqueren jetzt die Teufelsbrücke. Alle mal winken, ihr seid im Fernsehen. Oh mein Gott. Wir sind vom NDR. Oh, ist das schön. Hallo. Na Carsten, das hättest du nicht träumen lassen, dass das hier so schön ist, ne? Nee, überhaupt nicht. Baby, das ist der Hammer. Und das direkt vor meiner Haustür. Noch ein schöner Einsitzer, ne? Ja. Viel Spaß noch. Komm mal.
die vor ihrem PC sitzen, sich irgendwelche Naturaufnahmen angucken, geht einfach mal selber raus. Jetzt kommen vor allen Dingen, schau mal, Carsten, da hinten die Stand-Up-Paddler, wie die im Nebel auftauchen. Ja. Und noch was, es gibt keinen Monitor für den PC, der so viele Farben hat wie die Natur selber. Ja, das stimmt. Also die Auflösung ist hier... Du bist ja richtig poetisch. Ja, das ist True Color hier. Bist ja ein Poet. Das ist True Color, ne? True Color, ja. Ja. Jetzt wird es auch richtig kühl. Das ist ja so ein bisschen wie aus einem Horrorfilm, ne? Ja, also hier kann es den Appell zu haben, das ist schon echt. Hallo, moin. Sieht aus wie so eine alte Brücke aus Wild West, die gleich gesprengt wird. Ja. Von den Indianern. So, hier scheint ein Stand-Up-Paddle-Kurs zu sein. Hier, die eine Dame da vorne hat vorhin eine richtige Wende hingelegt. Jo. Perfekt. Guck mal, hier ist auch ein kleines Bötchen drin. Guck mal, das ist das Schiff Ilmenau. Kleines Ausflugsschiff. Und da oben sieht man jetzt die Johanneskirche. Links daneben, hinter dem Baum versteckt, taucht jetzt gleich ganz kurz der Wasserturm auf. Und da ist Schröders Garten, in der Hoffnung, dass wir da gleich noch einen Tisch kriegen, um ein bisschen was zu trinken und zu essen. Und guck dir mal nach oben den Himmel an, Carsten. Boah. Sieht das nicht geil aus? Ist das nicht traumhaft schön? Ja, ich will dich jetzt filmen, wie du hier anlegst. Ich mache ein bisschen hier mit Wasser, ne? So, und jetzt guck mal, da vorne ist der Steg, da müssen wir hin. So, nächste Haltestelle, Schröders Garten. Aber steht stabil hier drin. Geschafft! Tolles Teil. Geht, ne? Ja. Sehr geil, Carsten. Ja, das war mir ein Fest. Ja, und das ist hier der Schröders Garten in Lüneburg. Tolles Open-Air-Restaurant, Café, Bühne. Ganz toll gelegen. Da steht es, das Bütchen. Und wir haben uns einen Burger verdient, ne? Oh ja.